Das gibt wieder ein geiles Video. Liebe Leute, ein alter 190er. Ein Mercedes, der ausgeschlachtet wird wahrscheinlich. Diverse Teile schon weg. Steht schon seit Jahren. Verlassen, vergessen. Der Motor ist noch dran. Der Motor ist noch drin? Ja, ich habe noch den Propeller geklebt. Ja, Wahnsinn. Das ist viel Stau. Ja, aber jetzt kommt das ganz tolle. Ja, ich finde die Autos so schön. So eine habe ich früher, das war mit Kraft. Und die Form war unschlagbar. Und sie sind heute noch so gesucht. Da hat es auch den Evo 2 noch gegeben, mit dem Spoiler drauf. Und, ja, gut, der ist jetzt wirklich... der wird jetzt nur noch geschlachtet. Das sind die Scheinwerfer von vorne, von dem Auto. In dem Mercedes steckt nur das Autoschlüssel. Ja, der Schlüssel. Mhm. Aber ich glaube, der Motor gar nicht mehr. Punto Cabrio gibt es auch nicht mehr so oft. Sind auch selten geworden. Aber das Geilste, ein alter Fiat 600. Hey, die Reifen hinten richtig so auf schräg gestellt, die Oldtimer früher hatten, die alte Autonummer dran von Vincenzo. Das mit den Selbstmördertüren, der Wagen. Die Türen, wo gegeneinander aufgehen. Hier, gefüllt mit Unrat, allem möglichen Ersatzteilen, Sitzüberzügen, aber die Originalsitze noch drin. Mega geil, Spinnweben ohne Ende. Das sieht aus, wie da mal einer gewohnt hätte drin. Motor ist nicht mehr drin. Wow. Mit dem ist keine Motor, ist weg. Die Türen, siehst du, die gehen gegen diese Seite auf. Man hat den Selbstmördertüren. Ja. Mit dem ist Motor weg. Da hat da jemand den Motor schon rausgenommen. Der ist so herzig. Natürlich, zum wieder flott machen, da brauchst du richtig Geld. Weil es ist nicht nur ein bisschen Rost. Zwar dickes Blech, auch, aber die Achse hinten so wirklich so gemacht, nach innen gezogen irgendwie. Jemand hat den Motor rausgenommen. Aber als Ausstellungsstück ist das so etwas Geniales. Gerade so wie er ist, so wie er ist, sein lassen. Nichts restaurieren. So in ein Schaufenster stellen oder in eine Werbekafeteria oder sogar in eine Bank. Na, innen durch rausräumen, dann schon okay. Aber das Auto hat so viel Patina, sogar die Scheibenwischer bleiben gerade kleben, wenn man die öffnet. Hat den Kofferraum auch vorne. Aber die Lämpchen, die sind so süß, die kleinen Lampen, diese Blinkerli und diese Stoßstange aus Chromstahl, wo man so richtig stoßen konnte. Die Stoßstange ist nicht verrostet. Ja, die Puffer sind verrostet. Das Auto. Also eben, es wird nicht auf die Straße gehen. Es ist ein Auto, das seit Jahren vergessen und verlassen wurde. Der kleine Fiat, ein richtiger Fiat, nicht ein Zastava oder sowas, sondern ein Fiat. Und der steht hier so ganz alleine, ohne Freunde, ohne einen anderen Fiat. Nur weiter nebendran noch den Punto, aber Schachbrett, du lass das dort. Hey, mega süß, hä? Mega süß, ich finde den so cool. Zufall, also wirklich. Es ist kurz bevor es dunkel wird und zufälligerweise habe ich den irgendwie im Seitenblick gesehen. Gedacht, ich muss da schnell anhalten. Ich habe zwar überhaupt keine Zeit, aber das muss man festhalten. Auf Video. Das geht in die Geschichte ein. Das Video wird vielleicht viral gehen. Und wenn ihr das vielleicht auch in 30, 50 Jahren noch schauen würdet, vielleicht bin ich dann gar nicht mehr da.
Aber das Auto zeigt Geschichte. Das ist etwas, was man früher gemacht hat. Das ist irgendwie Jahrgang 1960 oder so. Ich kann es nicht genau sagen. Das ist jetzt vielleicht, ja, 64 Jahre alt. Ja, Fiat. Da war beschriftet mit Fiat. Ja. Richtig Klassik. Patina. Auch auf dem Dach. Seit Jahren in einem verlassenen Industriegebiet steht das Auto. Abounded. Lost Place. Urbex.